Okay, liebe Freunde, ich begrüße euch heute aus dem Proberaum und mein Name ist Adde. Diese kleine Radiosendung, dieses kleine Radioexperiment heißt Let's Talk More Rock und ich weiß nie genau, wo die Reise mich hinführt in den nächsten 60 Minuten. Würde mich freuen, wenn ihr bei mir bleibt. Die Idee ist quasi ein Experiment zu machen, ein Soundexperiment. Circa 60 Minuten versuche ich ein paar Klänge hier zusammen zu tüfteln. Vielleicht kommt am Ende was bei raus, vielleicht klingt es ab und zu mal ziemlich schief. Das kommt einfach vor so im kreativen Prozess. Der Weg ist quasi hier das Ziel. Ihr könnt dabei sein und ich hoffe, es ist nicht zu abstrakt, zu komisch. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Das Witzige ist, ich mache auch ein Video dabei. Also wenn ihr wollt, könnt ihr parallel auf radiofrei.de gucken und dort euch auch das Video anschauen, wie das Ganze hier zusammengefrickelt wird. Hauptaugenmerk ist heute eigentlich die Gitarre, sage ich mal, mit Effekten und dazu ist das Herz, sage ich mal, so, wo alles draufläuft, ein iPad, heute quasi ohne Computer. Ist eine ziemliche Herausforderung, weil das Aufnehmen am Rechner ist ziemlich einfach, da kann man schnell mit Tasten was vor und zurück machen. Heute, das ist fast schon Live-Charakter. Unterstützt werde ich von einem OP-1. Das ist ein ziemlich cooler Synthesizer. Sieht aus wie ein Gameboy, wie ein Spielzeug. Aber ist unglaublich mächtig. Und damit kann man schön tüfteln. Also ihr werdet ein paar Sounds auch davon hören. Mal schauen, wie es funktioniert. Ich lasse mich einfach ein Stück treiben und beginne mal mit einem kleinen Beat. Hier hat schon was nicht funktioniert. Das kann vorkommen. Der Beat nimmt nicht auf, aber das kriegen wir hin. Da ist er. Versuche ich ein Stück mit der Gitarre dazu. Thank you.
einmal der Beat am Anfang und dieses Gitarrenstück, was direkt rückwärts aufgenommen wurde, also vorwärts aufgenommen und dann rückwärts abgespielt wird mit so einem Tremolo-Effekt. Die Software, die ich übrigens hier benutze, die ihr seht, die heißt Loopy. Und eine andere coole Software fürs iPad ist Sampler. Ich kann auch versuchen, ein bisschen Percussion aufzunehmen.
Pegel ist noch ein bisschen zu gering von den Vocals. Gewesen, inspiriert von meinem coolen Zeitstrafe-Aufkleber, der auf meinem Gitarrencase hier drauf ist. Das sind nämlich die Gods of DIY und DIY ist ja die Abkürzung von Do It Yourself. We'll be right back.
Jetzt auch nicht, dass euer Radio irgendwie kaputt ist, sondern das Coole an dem OP-1, also an dem Synthesizer, den ich mit benutze, ist ein Radio dran und man kann das Radio live samplen und das will ich mal probieren. Also egal, was jetzt live hier gerade im Radio kommt, mal schauen, wie das läuft. Ich will natürlich nicht MDR Info samplen, sondern radiofrei, das ist klar. Ist nur gerade nicht gefunden. Das ist jetzt quasi gesampelt, völlig andere Musik. Ich glaube, es funktioniert nicht, aber ich probiere es mal. I'm gonna go to the bathroom.
Könnte vielleicht eine Bridge sein, keine Ahnung, vielleicht schmeiß ich auch wieder weg und nehme nochmal was Neues auf. Guter Trick ist immer, das Sample nochmal rückwärts abspielen zu lassen. Zugemacht, wenn wir noch ein bisschen was zu tun haben. Schön, dass ihr noch dabei seid. Ihr hört Let's Talk More Rock mit Adde an den Reglern. Die Idee der Sendung ist denkbar einfach, wie kompliziert. Ich spiele 60 Minuten Musik. Und ihr könnt dabei sein und genießen oder auch abschalten. Ich improvisiere für euch. Thank you.
versuche nochmal einen anderen Beat. Die Leute, die jetzt das Video schauen, ich habe jetzt Folgendes gemacht, ich habe jetzt einen Beat quasi aufgenommen und den in die Zwischenablage kopiert und pack den jetzt in ein anderes Programm rein und da kann ich ihn weiter bearbeiten, also in Sampler. Das hat leider nicht funktioniert, dabei ist das Programm abgestürzt. Egal, geht auch so.
Hier war jetzt das Problem. Da ist der eine Loop ein bisschen schief. Aber manchmal kann man das fixen. Kommen gar nicht so schlecht. Vielleicht nehme ich noch mal ein paar auf. Thank you.
Jetzt haben wir 12 verschiedene Loops, die alle natürlich noch ein bisschen Einzelstücke sind. Das ist so beim Jam. Also bei mir ist es zumindest so. Und jetzt kann man die noch zusammenfügen zu einem Song im besten Fall. Thank you.
für die heutige Ausgabe von Let's Talk Morocco. Eine Live-Improvisations-Experimental-Sonst-Was-Sendung hier auf Radio Frei. Wie gesagt, könnt ihr euch, wenn ihr wollt, parallel zu dieser Radiosendung auch das Ganze im Netz anschauen. Unter radiofrei.de bei Let's Talk Morocco gibt es einen Link zu einem Video, denn ich schneide das Ganze hier auch mit für euch, damit ihr euch anschauen könnt, wie das funktioniert. Vielleicht hat der eine oder andere ja Bock, auch selber dann Musik zu machen. Es ist manchmal ein komischer Weg. Ihr müsst manchmal irgendwo abbiegen, wo ihr eigentlich abbiegen, gar nicht abbiegen wollt, und dann haut es euch voll aus der Kurve raus, aber macht trotzdem irgendwie Spaß. Ich hoffe, das Zuhören macht auch irgendwie Spaß. Es ist natürlich an der einen oder anderen Ecke sehr, sehr krumm und schief, und manchmal haut es einfach gar nicht hin, aber am Ende kommen dann doch ein, zwei Loops heraus, die im Zusammenspiel gar nicht so blöde klingen, die man dann weiterentwickeln kann. Und wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Probiert es einfach mal am besten vielleicht mit jemandem zusammen. Das macht dann noch mehr Spaß, aber es macht es auch ein bisschen komplizierter. Ihr werdet es merken, ihr werdet wissen, wovon ich rede, wenn ihr das ein, zwei Jahre gemacht habt. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Adde, das ist Let's Talk Morocco, eine kleine Sendung auf Radio Frei mit dem gewissen Schiefklang. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich improvisiere noch ein paar Minuten hier für euch und dann sage ich guten Empfang hier weiter im Programm. Thank you.